Die gute Erziehung der Kinder ist ein Fundament für den Erfolg einer Gesellschaft. Der Islam lehrte uns dies bereits vor 1400 Jahren. Die Wichtigkeit der Kindererziehung hat uns schon der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam beigebracht, vor ca. 1400 Jahren. Und zwar hat er uns nahegelegt, dass wir die Kinder richtig erziehen sollen, also dass wir auch auf die religiöse Bildung und Erziehung achten sollten und nicht nur auf das Weltliche. Und er hat uns auch mitgeteilt, warum es so wichtig ist. Und zwar, damit die Kinder von klein an schon mehr lernen, wie wichtig es ist, eine Bindung zu ihrem Schöpfer, zu Allah aufzubauen und wie wichtig das Gebet ist und welche Sachen man beachten muss, damit man ein frommer Gläubiger wird. Hazur Yaktes, möge Allah sein Helfer sein, betont immer wieder die herausragende Rolle der Förderung junger Menschen. Er leitet uns dazu an, eine Umgebung der Liebe, des Lernens und des spirituellen Wachstums zu schaffen. ایک نتیجہ خیز خواہش ہوگی اور ایسی اولاد حقیقت میں اس قابل ہوگی کہ اس کو باقیات صالحات کا مستحق کہیں. Im Einklang mit den Anweisungen von Hazur Yaktes führt die Jamaat Berlin jeden Samstag die Atfal-Klasse durch. Hier erfahren die Kinder mehr über den Islam, die Spiritualität und auch über die Werte und Grundlagen ihres Glaubens. Heute haben wir in Tel Aviv über Kindererziehung im Islam gelernt. Du hast zum Beispiel, dass ein Kind sich daran gewöhnen soll, fünfmal am Tag zu beten oder hier nett zum anderen zu sein, nicht schimpfen und so und halt zu spenden. Wichtig, dass sie am Ende des Tages mindestens eine Sache mitnehmen, die auch im Kopf bleibt, den sie dann auch vielleicht ihren Eltern zu Hause mit voller Freude erzählen können und den Eltern erklären können. Es ist unsere islamische Pflicht, die Erziehung unserer Kinder gemäß den Lehren des Islam und den Anweisungen von Hazur Yaktes das ganze Jahr über sicherzustellen.